Moin Leute, Muizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder eine Menge interessante Infos für euch am Start. Hauptsächlich geht es heute um Legenden-Buffs und Nerfs, aber auch um ein paar andere Sachen wie zum Beispiel Level 500 Belohnungen, Arena-Änderungen und ein paar andere interessante Änderungen. Bevor wir mit den Infos beginnen, möchte ich noch einmal kurz sagen, dass immer noch knapp 70% diesen Kanal hier regelmäßig schauen, aber noch nicht abonniert haben. Aus diesem Grund würde ich mich wirklich sehr über ein kostenloses Abo freuen, denn es ist ja sowieso kostenlos. Es würde mich auch extrem freuen und supporten und außerdem kommt hier jeden Tag ein Video zu Apex Legends hoch, also es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Aber gut, ich habe jetzt auch alles gesagt, was ich sagen wollte und würde sagen, dass wir jetzt direkt schon mit den Infos beginnen. Wir beginnen mit den Level 500 Belohnungen und zwar haben wir diesen Post hier, in dem steht, dass Max-Level-Spieler, also Level 500 Spieler, zukünftig belohnt werden sollen. Er sagt, sie haben eine Menge coole Belohnungen in Arbeit, aber sagt gleichzeitig auch, dass er vorerst keine weiteren Informationen geben kann. Was denke ich als Belohnung möglich wäre, wäre denke ich eine Art Prestige-System. Das bedeutet, dass man sein Level immer und immer wieder zurücksetzen kann und nochmal halt bei Level 1 startet. Eventuell bekommt man, wenn man ins Prestige geht, entweder eine gute Plakette, eine einzigartige Belohnung oder irgend sowas in dieser Richtung halt. Falls das Prestige-System kommen sollte, denke ich aber nicht, dass man nochmal Packs freischalten kann, da es dann einfach zu einfach, in Anführungszeichen zumindest zu einfach wäre, Erbstücke zu bekommen. Was aber auch möglich wäre, wären gewisse Challenges, für die man vielleicht Packs oder auch irgendwelche einzigartigen Belohnungen bekommen könnte. Beides ist aber wie gesagt nur eine Vermutung, schreibt mir dazu aber gerne einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt bzw. vermutet. Was auch noch kommen könnte, ist eine Levelerhöhung. Ich denke, dass es dann bis Level 1000 gehen würde, es ist aber noch nicht bekannt, ob oder wann eine Levelerhöhung kommt. Das mit den Belohnungen für Max-Spieler, also Level 500 Spieler hingegen, ist auf jeden Fall schon sehr sicher. Nun geht es um Legendenänderungen und wir haben wirklich eine Menge Buffs und Nerfs für tatsächlich sogar viele Legenden. Zuerst haben wir Caustic. Caustics Winrate ist seitdem sehr krassem Nerf, den er bekommen hat, zwar kaum getorbt, dafür ist jedoch die Pickrate wirklich extrem getorbt. Dementsprechend möchten sie irgendeinen Weg finden, ihn wieder vernünftig zu buffen, aber sie wollen ihn auf jeden Fall nicht wieder zu stark machen. Das Problem bei Caustic ist, dass sein Gas kaum noch Beachtung bekommt und viele Spieler einfach durchlaufen, da es kaum noch Schaden macht. Eine Möglichkeit für dieses Problem wäre natürlich, den Schaden des Gases zu erhöhen. Es ist aber noch nicht ganz sicher, wie der Buff am Ende eben aussehen wird und außerdem ist auch noch nicht bekannt, wann der Buff kommt, aber er ist auf jeden Fall bestätigt, also wird er irgendwann kommen. Weiterhin soll Lifeline einen Nerf bekommen, da sie derzeit wohl zu stark ist und das vor allem im Arena-Modus und auch wegen ihrer Hitbox, da sie derzeit immer noch die kleinste Hitbox von allen hat. Es könnte also sein, dass ihre Hitbox entweder überarbeitet wird oder ihre Fähigkeiten ganz einfach genervt werden, indem man vielleicht nicht mehr beide Mates gleichzeitig passiv wiederbeleben kann, die Heiltrone etwas langsamer heilt oder das Care-Paket einfach nicht mehr ganz so guten Loot beinhaltet. Außerdem soll Revenant endlich seinen lang angekündigten Buff bekommen, mit dem er unendlich hoch klettern können wird. Wann genau ist aber leider auch noch nicht bekannt. Als letzte Legendenänderung geht es jetzt noch um Watson. Und zwar soll der seit dem Start von Season 9 bestehende Bug, durch den man durch ihre Zäune kaum verlangsamt wurde, in ca. 1-2 Wochen behoben werden. Außerdem soll ihre passive Schildheilung genauso bleiben, wie sie gerade ist, da Respawn findet, dass es aktuell perfekt so ist und sie durch einen weiteren Buff auch aufgrund ihrer sehr kleinen Hitbox sehr präsent werden würde. Das waren soweit auch schon alle Legendenänderungen. Nun gibt es noch eine Waffenänderung und zwar soll die Spitfire noch einmal genervt werden. Die Spitfire wurde ja zusammen mit dem Bogen vor ein paar Wochen schon einmal ein wenig genervt, aber es hat halt speziell bei der Spitfire nicht allzu viel gebracht, deswegen soll noch ein weiterer kleiner Nerf kommen. Sie wollen sich dabei aber langsam rantasten, denn sie wollen die Spitfire nicht zu stark nerven, weil sie eben nicht komplett kaputt gemacht werden soll. Deswegen denke ich, dass der Nerf erstmal nicht so krass sein wird, aber es kann halt sein, dass wenn der nächste Nerf wieder nicht ganz so effektiv und ausschlaggebend ist am Ende des Tages, dass vielleicht sogar noch ein kleiner Nerf kommt. Als nächstes geht es um die Account-Übertragung, also die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel unseren PC-Account mit unserem PS4-Account verbinden können. Dazu habe ich die Nachricht, dass es derzeit schon in Arbeit ist und bald kommen könnte. Ich persönlich denke aber, dass es trotzdem noch mindestens 1, 2, vielleicht sogar 3 Seasons, wenn nicht sogar noch länger dauern wird, da ich denke, dass dieser Vorgang schon recht kompliziert ist und nicht mal ebenso gemacht ist. Jetzt habe ich noch ein paar Infos und Änderungen zum Arena-Modus. Zuallererst geht es darum, dass die Waffenpreise angepasst werden sollen. Das ganz einfach aus dem Grund, da es ein paar Waffen gibt, die deutlich häufiger wie andere Waffen gespielt werden und noch dazu gibt es Waffen, die so gut wie gar nicht gespielt werden.
Genauso ist es auch mit den ultimativen Fähigkeiten, die preislich auch ein wenig angepasst werden. Außerdem sind die XP, die man nach einer Arena-Runde bekommt, wohl verbuggt und deutlich zu niedrig. Also ich weiß nicht, ob das immer so sein soll oder nur hin und wieder, aber ja, jedenfalls sollen sie verbuggt sein und zu niedrig. Das soll eben geändert werden, sodass man fürs Spielen des Arena-Moduses einfach mehr XP bekommt. Als letztes geht es noch darum, dass wir in der Zukunft sehr, sehr viele neue Arena-Maps bekommen sollen. Das denke ich mal dann aber nur im Laufe der Zeit und die nächste garantiert erst so in Season 10, vorher auf jeden Fall nicht. So, und das war's wieder mit den heutigen Infos. Heute gab es wirklich wieder eine Riesenmenge neuer Infos, leider ist aber bei keiner der Info ein genaues Datum bekannt. Ich denke, dass die meisten Sachen noch etwas dauern werden, aber es kann natürlich auch sein, dass die ein oder andere Sache gleich bei einem der nächsten Updates enthalten ist, wie zum Beispiel bei der Spitfire oder ein paar Legendenänderungen oder sowas. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung oder Feedback in den Kommentaren freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du jetzt auch noch gerne kostenlos abonnieren, um keines meiner täglichen Apex-Videos mehr zu verpassen. Und ja, somit bedanke ich mich recht herzlich fürs zu Ende schauen des Videos und hoffe somit, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht es gut, bis dahin und ciao!